Ja, ich fühle mich immer noch überfordert. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast A New Beginning mit dem alten Mann. Wir werden mal mit ihm reden. Da bist du ja, Partner. Erzähl mir Wandlungszeremonie. Jemand hat dir die Wandlungszeremonie verweigert? Das waren die Invasoren. Sie haben die Daokas abgeschaltet. Die Portale, die unseren Planeten verbinden. Jetzt ist die Reise zum Phantasmabrunnen zu lang und zu gefährlich. Der Zeremonienmeister von Palana, Herax, kann das heilige Ritual der Wandlung nicht mehr durchführen. Und soweit ich weiß, gilt das auch für die Umkehrungszeremonien. Wo liegt der Phantasmabrunnen? In deinem Shamazar, einem fernen Land. Man muss es ja machen, man will ja dann auch möglichst viel von diesen Dingen erzielen. Junge Talana reist für unzählige Monde durch die Daokas zum Phantasmabrunnen. Herax ist für die Wandlungszeremonie zuständig, doch seit der Invasion ist sie nicht mehr möglich. Eine ganze Generation von Talanern hat Kisar verlassen, ohne ihr Phantasma zu kennen. Das ist eine existenzielle Krise planetaren Ausmaßes. Also ist das schlecht. Ja, das Phantasma bestimmt das Leben jedes Talaners. Und jetzt muss sich meine ganze Generation selbst entscheiden. Was für ein Albtraum. Bis zum nächsten Mal, Dark. Ich freue mich jetzt schon. Oh, mal ganz ehrlich, ne? Muss ich jetzt den Spieler, der man taucht frisch in das Spiel ein, muss man die Leute mit solchen Informationen erschlagen? Muss man das? Ist das sinnvoll? Ist das gut? Ich weiß es nicht. Nähere dich dem Artefakt. Ja, wie denn bitteschön? Ich weiß ja nicht, wie das geht. Kann ich in das Boot? Da war was. Ach, das war mein Ring. Ich weiß ja nicht mal, wo das Artefakt ist. Wie tauche ich denn auf? Ich drücke A! Ich drücke A und er taucht nicht auf. Dann denke ich doch, ich mache was falsch. Das ist doch normal, oder nicht? Wo soll denn das Artefakt sein? Reg mich bloß auf, ne? Wenigstens ist das Wasser warm. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich hier das Artefakt finden soll. Es ist irgendwie, wie wirkt das hier alles? Finde ich bloß andere Dinge. Da haben wir genug von. Die brauche ich auch nicht mehr sammeln. Es wurde ja gesagt, in diesem See. Das wurde gesagt. Nicht auf den Sack, Vogel. Was ist das? Ich habe Y gedrückt.
Fall irgendwas gefunden. Du hast es gefunden! Hä? Das war nicht zielführend, hier finde ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott? Steht das für Oh mein Gott? Unglaublich! Ja, was ist denn das jetzt? Das habe ich jetzt wirklich durch Zufall gefunden. Was denn nu? Artefakt finden. Ach so, das muss man... Mission verfügbar. Was soll das jetzt? Da steht Mission ansehen. Das muss doch gehen. Da ist die mit gemeint. Jetzt ist es wieder weg. Ja, ich werde hier nicht warm mit dem. Das Geheimnis aufdecken. Ducks Vater Kasimir. Du hast eine Mission, dieses Ziel markiert. Den gravierten Fels finden, das Artefakt finden. Mit Daag über das Artefakt sprechen. So, jetzt. Warum ich jetzt eine Waffe in der Hand habe, weiß ich auch nicht. Dein Vater war wohl doch kein Spinner. Hier ist dein Artefakt. Wenn er das nur sehen könnte. Es ist so. So. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Geht mir genauso. Aber hey, es schwebt. Das ist schon mal ein Anfang. Nicht sicher, wie wir damit die Invasion bekämpfen sollen. Aber finden wir es gemeinsam heraus. Dein Schicksal ist mit meinem verbunden, Ulukai. Mein Vater wäre stolz. Es geht nicht anders, ne? Hat Kasimir eine Anleitung oder so etwas erwähnt? Nein. Er meinte nur ständig, es würde unserem Volk helfen. Er wollte Hatzo davon überzeugen. Hatzo muss das sehen. Okay. Ich werde dieses Ding nach Emea bringen. Vielen Dank, Ulukai. Für alles. Das Licht auf dem gravierten Fels. Glaubst du wirklich, das ist der Geist deines Vaters? Was ist ein Geist? Das ist Kasimirs Hazardes. Er wurde umgekehrt, bevor er sein Schicksal erfüllen konnte. Daher verweilt sein Hazardes hier und kann nicht nach Palana, bis er es getan hat. Kasimir muss seinen Frieden finden, bevor er zu den Jots kann. Komm jederzeit wieder. Soll ich das Artefakt zum Dorf schieben? Also müssen wir das Ding ganz bis nach Emea schieben? Oh, ist ja mal wieder typisch. Scheiße, dann hat er sich daneben gestellt. Was ist denn das hier für ein Gefliege? Ah, ich werde hier angegriffen. Was ist das? Oh, Tränke herstellen, ja. Ich muss das ganze Spiel... Alles, was geht in dem Spiel, mache ich in den ersten 5 Minuten. So kommt mir das hier vor. Das merkt sich keine Sau. Also ich nicht. Warum drehst du dich da jetzt weg? Ey, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das macht die Scheißfigur von allein. Das soll er gar nicht. Er dreht sich kurz, bevor ich schlagen kann.
lässt sich ja sonst mit dem Controller richtig gut steuern, finde ich. Aber das ist denn schon ein bisschen doof. Und ich kann auch schlecht einschätzen, wie dicht ich noch ran muss. Man merkt es, ne? Oh, schon wieder so eine Kackvögel. Aua, aua. Oh. Hier war nicht gut. Hier, die flattert immer noch irgendwas. Guck, er macht das schon wieder. Das ist denn kein präzises Steuern möglich, ne? Wenn man denn in dem Moment drückt. Oh, das geht mir auf den Sack hier. Ich höre hier immer was. Zwei Sonnen? Nee. Immer was flattern. Oh, hör doch auf damit. Wir haben es gleich geschafft. So, da muss ich es hinbringen. Nicht zu nah! Macht Platz, meine Freunde! Ich habe freie Bahn. Hey, Robin Hood, senk den Bogen, okay? Du kannst mir nichts befehlen. Also gut. Jetzt beruhigt euch alle mal. Dieses dreckige Stück Müll stinkt fürchterlich. Warum bringst du das her, Fremder? Ich befehle dir, es zurück an seinen Fundort zu bringen. Sofort. Hatzo, hör mir zu. Dag? Wir haben das Relikt, das Kasimir gesucht hat. Natürlich steckst du dahinter. Du brabbelnder Trottel. Damit retten wir das Dorf vor den Invasoren. Genau wie die altehrwürdigen Prophezeiten. Unsinn. Willst du, dass wir alle umkehren? Was? Nein. Hier gibt es nichts zu sehen. Geht auseinander, bevor die Invasoren uns vom Himmel aus sehen. Sieht aus wie ein Modell des Planeten. So, nun mit Dark über die Identifizierung des Artefakts sprechen. Ach, da hinten ist er. Also wieder reden. Da hat man. Du und dein magischer Schatz sind in aller Munde, Kumpel. Das gefällt mir nicht. Ich spüre ihr Misstrauen. Hoffentlich ist das Artefakt hier sicher. Wer bist du? Och, seid ihr bescheuert. Wir haben uns doch die ganze Zeit schon mit ihm unterhalten. Boah, ich hasse sowas. Dieses Ding ist wie ein Panzer. Ich habe es bis hierher gerollt und es hat nicht mal einen Kratzer. Aber ich höre etwas im Inneren. Ist da etwas lose oder zerbrochen? Ich höre gar nichts. Entspann dich. Es ist alles okay. Du hast vermutlich recht, Ulukai. Wer bist du nochmal? Ich bin's, Dark. Dein Partner. Sorry, das tat jetzt weh, ne? Das muss das sein? Im Meer hat viele Bewohner. Ob jemand weiß, worum es sich handelt? Das weiß keiner. Es ist zu... Warte! Nemet! Er ist der Älteste im Dorf. Er hat viele Schriftrollen gelesen. Sogar einige der Ältesten. Vielleicht hat er eine Idee. Würdest du bitte mit ihm reden? Ich muss hier auf das Artefakt aufpassen. Die Bewohner werden zu neugierig. Vor allem Azan. Bis zum nächsten Mal, Dark. Ich freue mich jetzt schon. Mit Nemet über das Artefakt sprechen.
Da oben ist er. Na, jetzt. Hallo, Shamas Nimit. Was bei den J? Wie hast du so schnell gelernt, Agarsorg zu sprechen? Moment mal. Höre ich da einen Shamasar-Akzent heraus? Echt? Ich glaube, die Jots haben was mit mir gemacht, als ich der Almayel ihre Botschaft überbrachte. Oh, verstehe. Gepriesen seien sie. Sei vorsichtig, Ulukai. Die Aktivierung der Daokas hat die Aufmerksamkeit der Invasoren erregt. Jetzt geht's hier weiter. Darf ich fragen, wie alt du bist? Älter als eine frische Hoti und jünger als ein Feebaum. Ja, cool. Du bist der Meister im Fragen ausweichen. Ich bin ein Meister darin, meine Emotionen zu kontrollieren. Beim nächsten Talana, den du das fragst, solltest du mit Wut rechnen. Ich wollte dich nicht beleidigen, Limit. Ich frage nur wegen dieses Dings, das wir aus dem See geholt haben. Es wirkt sehr alt, uralt. Ich dachte, jemand wie du hat vielleicht in einer Schriftrolle davon gelesen oder so. Ich habe zwar viele Schriftrollen gelesen, banale und spektakuläre, doch an so ein Objekt erinnere ich mich nicht. Es sieht aus, als stamme es aus der Zeit vor den Talanern. Also wo ist dein Daromon und wie kann ich ihn mir holen? Emeas Daromon existiert noch nicht. Der Häuptling des Dorfes erschafft einen Daromon als Zeichen der Dankbarkeit. Ja. Sprich mit den anderen Talanern und sie werden dir sagen, wie du ihnen helfen kannst. Ja. Wenn du ein guter Freund Emeas bist, solltest du seinen Daromon erhalten. Aber viel Glück mit Hatsu. Ja. Ist das in jedem Dorf so? Dann kommen wir auf 300 Spielstunden. Dieses Buch habe ich wohl im Regal liegen lassen. Ich versuche mein Glück hier und an anderen Orten, an denen ich vorbeikomme. Wo finde ich informative Schriftrollen? Vielleicht kann Dark sie mir vorlesen. Dark hat keinen blassen Schimmer. Die meisten Wipfelbewohner können nicht lesen. Außer vielleicht Mor. Der hat sich weitergebildet. Am besten solltest du einen Gelehrten in der Dano-Bibliothek fragen. Ja, ich habe wohl meinen Bibliotheksausweis verloren. Kann ich mir deinen ausleihen? Ah, ein Witz. Sehr witzig, oder? Verzeih, wenn ich nicht lache. Dauerhafter Humor trübt die Reinheit des Phantasmas. Guck dir das mal an. Das ist doch traurig. Was hältst du von dem Relikt, das Dark und ich gefunden haben? Ich versuche nicht viel darüber nachzudenken. Ich vertraue lieber meinen Sinnen. Und meine Sinne sagen mir, dass dieses Ding mit der Zeit übel stinken wird. Und das ist nicht gut. Ja, das glaube ich. Mir behagt der Duft Emeas. Alle mögen ihn. Ha. Das war ein Witz. Was macht ein Schamas nochmal? Ich heile die Wunden des Körpers. Ja, das breche ich jetzt ab, sorry. Kanntest du Kasimir? Von allen Talanern in Emea habe ich ihn am häufigsten geheilt. Er verletzte sich ständig. Ha. Er war ein waghalsiger Abenteurer. Sorry, bitte sag mir nochmal, wer du bist. Natürlich. Ich bin Nemet, der Schamas von Emea. Ich versteh's nicht. Wo liegt die Dano-Bibliothek? Gute Frage. Gibt es sie noch? Wurde die Dano-Bibliothek bei der Bombardierung Prokrianas komplett zerstört? Oder steht noch ein Teil davon? Du solltest es herausfinden. Okay. Gelehrte. Guck mal, das hört auch nicht auf, ne? Wurden all die Gelehrten dabei umgekehrt? Es muss Überlebende geben. Der Assistent des Bibliotheksleiters soll angeblich am Tag des Zorns der Invasoren der Umkehrung entgangen sein. Wenn er noch lebt, muss er inzwischen sehr, sehr alt sein. Dann sollte ich mich lieber auf die Suche begeben. Wie heißt er? Sein Name ist Kurek. Schon damals, als ich in jungen Jahren Schriftrollen auslieh, hörte er bereits schlecht. Die Bomben haben seinem Gehör wohl kaum geholfen. Er könnte deine beste Chance sein, euer Artefakt zu verstehen.
Er verbrachte sein gesamtes Leben mit dem Studium alter, mittlerweile verlorener Schriftrollen. Cool, was? Ich werde ihn mal suchen. Danke, Nemeth. Ich würde dir ja Glück wünschen, Fremder. Doch jeder ist selbst dafür verantwortlich. Vergiss das nicht. Lias, hast du schon mal geschafft. Von diesem Kurek gehört? Ich wollte mich gerade melden, Ulukai. Ich habe etwas Seltsames entdeckt. Und da du nach Prokriana musst, aktiviere ich ein Daoka, damit wir persönlich miteinander sprechen können. Also gut, ich springe jetzt ins erste Daoka. Treffen wir uns. Nein, ich springe jetzt nicht ins erste Daoka. Ich will hier nicht durch das Spiel gescheucht werden. Ich will einfach auch was davon haben und... Ach Leute. Man wird hier mit 1000 Aufgaben zugebombt. Entweder ich mach das oder ich mach das, oder was soll das jetzt hier sein? Jetzt hat er schon wieder was. Man kommt ja aus dem Gesabbel nicht mehr raus, ne? Du und dein magischer Schatz sind in aller Munde, Kumpel. Das gefällt mir nicht. Ich spüre ihr Misstrauen. Das haben wir vorhin gehabt. Genau den gleichen Dialog. Ich muss nach Prokriana. Dort lebt ein alter Gelehrter namens Kurek. Er weiß vielleicht, worum es sich handelt. Ich werde hier warten, trotz Hazos Bestreben. Er befürchtet, dass die Invasoren das Artefakt aus der Luft sehen und darauf schießen. Bald ist es soweit, Ulukai. Kannst du es spüren? Ich will es nicht spüren. Ich will es hinter mich bringen. Genau. Komm jederzeit wieder. Nein. Haben sie es jetzt hier eingesperrt? Ah, wir haben es hier reingesperrt. Cool. Ich habe mir ja hier jetzt was markiert. Ich will wenigstens irgendwas mal sehen hier. Warte mal. Irgendwas? Da wollten wir ja eigentlich hin. Ich bin ja nur durch Zufall. Ich kann mit jedem Dorfbewohner noch sappeln. Und mir jedes Mal von jedem das Gleiche anhören. Sorry, aber das wird ein bisschen viel, ne? Oder? Ich will wenigstens da mal hin. Und mir das mal angucken mit dem Parcourslauf. Ist das richtig? Es scheint richtig zu sein. Es scheint aber auch ganz schön weit zu sein. Und jetzt? Hä? Bin ich... Was ist denn das für eine... Wegführung hier? Ach, hier. Da ist was Rotes. Was ist das? Was ist das? Kann man drauf schießen? Kann ich da irgendwas machen? Perfektes Timing! Wir haben Sachen gekriegt. Oh, warte, mein Ohr, mein Ohr. Ah! Tut mir leid. Die roten Punkte sind Gegner. Das habe ich schon herausgefunden. Das ist falsch. Hier geht der Weg lang. Da ist auch ein Schild. Guck mal hier. Jetzt werden wir... Ah, hier sind schon wieder diese Flatterflügel. Vögel. Und eigentlich hatte ich gedacht, ich habe ein Maschinengewehr. Ach, die sind weggeflügelt. Geil. Die sind aber keine Heilungsdinger. Ne? Vorhin waren so viele, als ich herkam. Ah, oh, Mann, was ist denn das jetzt hier? So, muss ich hier hoch? Wir gucken mal hier oben hin. Hä? Das ist doch irgendwie, ne? Kurek überzeugen, ja.
ich höre ihn. Ah, guck mal, hier ist es. Warum leuchtet diese Pflanze? Ja, das finden wir in der nächsten Folge raus. Tschüss!